trägst 5 Leute hier in Brookhaven. Oh mein Gott. Leute, hier drin spukt's ganz eindeutig. Geh weg und lass meine Tür in Ruhe. Okay, alles klar, das war's. I'm out, ne. Ich fass es nicht. Ich weiß auch nicht, was hier gerade abgeht. Wieso kannst du mich denn sehen? Was ist das denn? Ach ja. Also ich muss schon sagen, ich hatte wirklich ein ganz, ganz großartiges Leben. Aber mittlerweile, meine Freunde, die haben schon, sind schon länger weg. Und meinen Kindern geht's richtig gut. Und ich merke, bei mir geht's auch langsam in Richtung Ende. Aber das ist okay. Ich hatte ein großartiges Leben. Oh Mann, Oma, das ist wirklich so traurig, aber du warst immer gut zu uns und dein Leben, das war so erfüllt und ich glaube, dann ist es einfach an der Zeit gekommen, dass du so langsam Abschied von uns nehmen musstest. Und wir werden dich auf jeden Fall immer in Ehren halten und ich werde dich auch immer besuchen kommen. Leb wohl, Oma. Wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Wieso bin ich hier unter einem Grab? Oh Mann, kann es sein, dass ich als Geist wiedergeboren wurde? Nein. Ich weiß gar nicht, warum? Warum bin ich hier in einem Grab? Also ganz ehrlich, wo bin ich hier? Ist das ein Friedhof? Ja, natürlich ist das ein Friedhof. Also, da kann ich ja auch selbst drauf kommen. Wenn ich als Geist wiedergeboren wurde, dann bin ich halt auf einem Friedhof. Ich schaue mich hier mal um. Was ist das denn? Wo bin ich hier? Also, da steht auch Brookhaven, steht da drüben auf dem Schild. Aber was soll das sein? Ist das eine Stadt? Keine Ahnung. Und vor allem, ich weiß gar nicht warum. Also, es gibt doch irgendeinen Grund, warum ich als Geist wiedergeboren wurde. Und der fällt mir jetzt wirklich nicht ein. Also, was soll ich denn hier? Naja, Ich werde jetzt einfach mal so ein paar Meter durch die Stadt gehen und mal schauen, was hier so auf mich wartet. Aber ganz ehrlich, ich hoffe, ich erfahre noch irgendwie, was ich hier soll. So viel kann ich hier, glaube ich, nicht machen als Geist. Hier ist ja auch wirklich gar nichts los. Also, hier ist ja nicht ein Einwohner. Ist ja quasi eine Geisterstadt. Also, vor allem, weil ich hier gerade bin. Und vor allem, ich bin ganz klein. Ich bin quasi ein Babygeist. Also, scheinbar hat ein Geist auch ein komplett neues Leben, was er dann führt. Okay, ui. Und jetzt wird es ja ganz schön dunkel. Na gut. Ich laufe jetzt einfach mal die Straße entlang. Mal schauen, ob ich hier mal irgendwen treffe. Kann doch nicht so ewig so weit gehen. Hallo? Herzlich willkommen. Hallo? In Brookhaven, kleiner Geist. Sind Sie auch ein Geist? Offensichtlich bin ich auch ein Geist. Was ist das für eine dumme Frage? Ja, weiß ich ja nicht. Ich weiß überhaupt nichts. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht. Also, ich bin irgendwie als Geist wiedergeboren worden bei einem Grab. Hör auf zu reden. Ich habe nur eine Aufgabe für dich. Okay, aber was für eine Aufgabe? Ich bin noch ein Geist. Warum soll ich eine Aufgabe haben? Für dich geht's nicht weiter. Außer du erschreckst 5 Leute hier in Brookhaven. Ich soll 5 Leute erschrecken? Okay, also. Und wenn ich das schaffe, dann ist mein Leben sozusagen erfüllt. Also dann bin ich wirklich dann bin ich kein Geist mehr. Ja. Okay, also ich bin ehrlich gesagt gerade so ein bisschen, ich grusel mich gerade so ein bisschen, weil sie sind echt unheimlich. Also, und das obwohl ich du selber ein Geist nicht bin. Aber zu gruseln, glaube, wir sind doch auf der gleichen Seite. Ja, ich glaube, das liegt daran, dass ich noch ein Babygeist bin. Da gruselt man sich selbst auch noch ein bisschen. Na gut, okay, kann ich dann jetzt weitergehen? Du musst? Tschüssi. Oh Mann. Was war das denn für eine komische Begegnung? Also, scheinbar bin ich hier nicht der einzige Geist. Also, das ist schon mal gut zu wissen. Also, in Brookhaven gibt es also nicht nur Menschen, sondern auch Geister. Aber wie geht's jetzt weiter? Ich muss also 5 Leute erschrecken. Also, das mache ich zwar nicht gerne, aber wenn ich das machen muss, um hier rauszukommen, dann mache ich das natürlich. Also, mein Geisterleben ist also erst fertig, wenn ich 5 Leute erschreckt habe. Okay. Aber wo finde ich denn die Leute? Hm.
Also, immerhin ist es jetzt hell geworden, aber ich schaue mich mal noch ein bisschen weiter um. Was gibt's denn hier sonst noch so? Also, da drüben ist eine Polizeistation. Ich weiß nicht, ob ich da jemanden erschrecken kann, aber ich glaube, wer besonders leicht zu erschrecken ist, sind Schüler, oder? Da schaue ich mal nach, da schaue ich mal nach. Zum Glück können die mich alle nicht sehen, denn logisch, ich bin ja ein Geist. Also, ich schaue doch mal nach. Oh, das sind ja tatsächlich Leute. Also, ich mache jetzt mal den Test. Ich gehe jetzt einfach mal genau vor die Nase. Und die bemerken einfach nichts. Ist das lustig? Ich kann einfach rumlaufen und alles Mögliche machen, aber ich muss sie ja erschrecken. Und ich kann ja schlecht mich vor die stellen, weil dann werden die nicht erschreckt, weil die mich ja nicht sehen können. Ich muss das also irgendwie anders machen. Was ist denn, wenn ich beispielsweise das Blatt Papier hier nehme und damit einfach so ein bisschen rumraschel und das fallen lasse? So, das lasse ich jetzt einfach mal fallen. Zack! Habt ihr das gesehen? War das der Wind? Ja, ich habe das auch gesehen. Da wurde einfach ein Blatt Papier auf den Boden geworfen, aber ich glaube, das war der Wind. Alles gut. Also bleib mal locker. Es spukt doch hier jetzt nicht oder so. Ich will's mal hoffen. Also, ich fand das gerade echt schon ziemlich seltsam. Hast du es gesehen? Das hat sich doch sogar zusammengeknüllt. Also, die reden jetzt schon darüber. Also, das hat schon mal gut geklappt, aber ich muss mir noch mehr einfallen lassen. Was ist denn, wenn ich einfach mal hier was an die Tafel schreibe? Und ich glaube, danach mache ich nochmal das Licht an und aus. Das ging nach einem guten Plan. Also, ich schreibe hier einfach mal an die Tafel. Hallöchen. Leute, habt ihr das auch gerade gesehen? Sandy, hast du dir jetzt gerade was an die Tafel geschrieben? Aber du hast doch hier gesessen, oder? Wie schnell denkst du denn, dass ich da hinlaufe? Aber stand dieses Hallöchen da schon die ganze Zeit, oder? Nein, das hast du doch... Entschuldigung, aber du musst das auch gerade gesehen haben, oder? Das wurde doch da einfach... Das ist doch... Ja, okay. Irgendwie ist das gerade alles echt ein bisschen merkwürdig. Ah, perfekt. Die denkt da wirklich schon, dass da irgendwas nicht stimmt. Okay. Jetzt kommt mein letzter Plan. Also, ich habe echt ein bisschen Angst, Leute. Ich finde das gerade... Oh mein Gott. Leute, hier drin spukt's ganz eindeutig. Ich gehe. Ja, du hast recht. Weg hier. Oh mein Gott, das hat ja perfekt funktioniert. Also, das war auf jeden Fall Nummer 1. Also, das erste Mal habe ich auf jeden Fall wen erschreckt. Also, das hat wirklich hervorragend funktioniert. So, ich bin jetzt schon ein bisschen älter geworden als Geist und ich glaube, es wird Zeit für das nächste Opfer, was ich erschrecken kann. Und ich habe mir da mal überlegt, ich schaue mal der Polizeiwache vorbei. Und zwar hier. Hallöchen! Ja, die können mich ja nicht hören. Der Polizeiofficer, der steht da zwar, aber der würde mich jetzt am liebsten festnehmen, wenn er wüsste, dass ein Geist vor ihm steht. Aber weiß der ja nicht, der kann mich ja nicht sehen. Hallo! Ja, der kann mich nicht sehen. Aber den werde ich nicht erschrecken. Ich werde mal schauen, ob hier Leute auch gerade in der Zelle sitzen. Hier nicht. Oh, da sitzt aber jemand. Die wurde gerade scheinbar reingebracht. Die Zelle ist ja noch offen. Na, der werde ich jetzt aber mal einen kleinen Streich spielen. Also, wir machen das jetzt einfach mal zu. Und auf. Und zu. Was ist das hier, Mann? Oh, das regt mich auf, ey. Nur weil ich... Oh, ich habe überhaupt nichts Schlimmes gemacht, ja? Ich habe wirklich... Oh, ich habe nur... Ich wollte überhaupt nicht diese blöde Chipstüte stehlen, aber hier in Brookhaven rasten die einfach immer total aus, diese blöden Police Officer. Ich kann doch nichts dafür, da muss ich mich natürlich wehren, wenn er mich direkt hier einhaften will. Was ist das hier mit der Tür? Die denken doch echt, die können alles mit mir machen, oder? Nina, was ist da los? Warum bist du so laut? Warum ich so laut bin? Weil du Idiot ständig meine Tür auf und zu machst! Also, ich hatte damit gar nichts zu tun. Ich hab drüben nur gesessen und hab dann auf einmal das... Ich hatte damit gar nichts zu tun. Das Geschrei gehört. Ich bin nicht da, damit du dich über mich lustig machst. Hau ab jetzt! Also, weißt du was? Ich hab damit gar nichts zu tun gehabt. Du bleibst hier in deiner Zelle sitzen und lässt mich in Ruhe. Geh weg und lass meine Tür in Ruhe! Eieieiei, also die zicken sich ja ganz schön an. Also, aber die haben sich bisher noch nicht erschrocken. Die denken bisher immer, dass das der Wärter war. Also mach ich mal ein bisschen weiter. Oh mein Gott, ich sitze auf der Toilette jetzt. Lass es doch sein! Nina, du kannst von hier sehen, dass ich hier drüben bin. Ich hatte damit gar nichts zu tun. Du hast dir bestimmt irgend so eine dämliche Fernbedienung besorgt, Larry. Ich bin mir sicher. Oh. Aber wenn die Tür die ganze Zeit auf und zu geht, dann... Ja! Ha! Das war's! Gefängnis! Bye! Ciao, Larry! Wie? Ha! Tschüss!
Moment mal, wie ist das denn passiert? Das muss ich mir jetzt aber nochmal angucken. Also, ich war das doch definitiv nicht. Wie kann das denn sein, dass hier auf einmal die Tür immer an- und ausgeht? Das passiert ja schon wieder. Aber wie kann das denn sein? Dass die Tür hier immer an- und ausgeht? Also, das ist jetzt echt gruselig. Also, schnell weg hier, Na, das hat ja mal perfekt funktioniert. Also, die Einbrecherin, die war zwar einfach nur froh, dass sie abhauen konnte, aber der Polizist, der hat sich ja mal wirklich komplett gegruselt. Also, da muss ich sagen, das war schon mal Streich Nummer 2. Okay, ich bin wieder ein bisschen älter geworden und es wird wieder an der Zeit für mein nächstes Opfer. Und ich habe mir hier schon eins ausgesucht. Hier ist nämlich ein Haarsalon. Und da will ich jetzt ein bisschen spuken. Also gehe ich einfach mal rein. Hallöchen! Natürlich kann mich wieder keiner hören. Oh, die arbeitet da gerade scheinbar am Computer. Ein Glück kommen heute nicht so viele Leute. Ich habe hier noch so viel mit der Monatsabrechnung zu tun. Es ist wirklich super anstrengend. Oh, war das gerade ein Witzzug? Das ist irgendwie ein bisschen frisch. Ich glaube, ich check mal die Tür. Ja, wie erschrecke ich die denn jetzt? Die bekommt ja gar nichts mit von mir. Ich stehe hier mitten vor der und die bekommt gar nichts mit. Ich muss irgendwas machen, was sie hier mitbekommt. Was ist, wenn ich einfach meine Haare wasche? Also, ich habe ja keine Haare als Geist. Aber gerade das ist ja das Ding. Da läuft der Wasserhahn, obwohl gar nicht jemand den Wasserhahn berührt hat. So, jetzt lass mir mal schön meine Haare waschen. Hä? Läuft da gerade der Wasserhahn? Ich raste aus. Ich muss das ganz dringend reparieren lassen. Das ist doch so eine Wasserverschwendung. Ich rufe direkt mal beim Klempner an. Oh, ist das nervig. Es ist auch ständig irgendwas kaputt. Mist. Die denkt, das ist der Wasserhahn. Ah, da müssen wir das Ganze wohl nochmal machen. Ich glaube, wenn das noch ein zweites Mal passiert. Oder ich mache einfach das Licht hier an und aus. Das ist der Klassiker-Trick. Der funktioniert immer. Ja, Barry, kannst du vielleicht vorbeikommen? Mein Wasserhahn spinnt schon wieder. Kannst du bitte auch gleich noch Peter mitbringen, damit er sich den Strom mal anschaut? Ja, mein Licht geht auch gerade die ganze Zeit an und aus. Keine Ahnung, was hier schon wieder abgeht. Danke, bis gleich. Oh, ist das nervig. Ich drehe durch. Ein Glück sind gerade keine Kunden da. Blöder Lichtschalter. Also, die ist schon ganz schön genervt, aber die gruselt sich noch nicht. Was kann ich mir denn sonst noch so einfallen lassen? Ah, was ist denn, wenn ich mir einfach mal meine Nägel lackiere und die auf einmal merkt, dass hier alle Nagellacker benutzt wurden? Also, da kann die das dann auf jeden Fall nicht mehr auf die Technik schieben. Also, ich mache jetzt mir mal meine Nägel. Bewegen sich da gerade meine Nagellacker? Okay, alles klar, das war's. I'm out. Nee, meine Chefin kann mir gar nicht... Nein, so viel Geld kann mir gar niemand bezahlen, dass ich das hier mitmache. Dieser Salon ist komplett kaputt. Nee, nein, nein. Und irgendwas ist ja auch richtig faul. Ich hab's gewusst, ich hätte diesen Vertrag nicht unterschreiben sollen. Ich gehe jetzt. Nee, also das ist mir hier echt so gruselig in diesem Salon. Sehr gut, das hat schon mal perfekt funktioniert. Okay, jetzt werde ich mir überlegen, wen ich als nächstes aussuche als Opfer. Okay, ich habe mir jetzt mein nächstes Ziel gesucht und es ist die Feuerwehrwache von Brookhaven. Und ich sehe doch schon, da sind zwei Leute gerade drin, die wollen wahrscheinlich einfach nur ihre Dienst vorüberkriegen. Aber nicht mit mir, nicht mit dem Geist, denn inzwischen bin ich schon fast ein Profi-Geist geworden. Ich bin inzwischen schon quasi erwachsen als Geist und das heißt, inzwischen habe ich es auch einfach raus, Leute zu erschrecken. Also, schauen wir uns mal an. Hallöchen! Ha, guck mal, Felix, hast du schon gesehen? Die neue Folge Hospital 911, die ist großartig, wirklich großartig. Ich muss sagen, diese Hauptdarstellerin, einfach der Oberknaller, wirklich. Ah, natürlich habe ich die schon gesehen und keine Sorge, ich spoilere dich nicht, denn ich habe inzwischen schon die ganze Staffel geguckt. Also, die ist wirklich der helle Wahnsinn. Dann sag mir aber wirklich nichts. Ich find's wirklich gerade ganz, ganz toll, wirklich ganz toll. Und heute ist auch echt nicht so viel los, ne? Das macht mich wirklich glücklich. Oh ja, da sagst du was. Scheinbar haben die wirklich noch gar keinen blassen Schimmer, was jetzt passiert. Aber gut, ich glaube, ich werde erstmal ein bisschen den Fernseher an und ausmachen. Hey, geht bei dir der Strom? Ja, bei mir geht das schon ganz normal. Was meinst du? Der Fernseher geht die ganze Zeit an und aus. Ach was, das ist wahrscheinlich nur ein Wackelkontakt oder so. Jetzt
Mach dir keine Sorgen. Ich überprüf das mal kurz. Kleinen Moment. Also eigentlich passt halt hier alles. Ach, keine Ahnung. Aber du hast recht. Wahrscheinlich kaputt. Das ist schon sehr, sehr merkwürdig. Ja, vielleicht müssen wir einen neuen kaufen. Der ist doch auch schon ein bisschen was älter. Ja, das ist recht. Ich befürchte auch. Haben wir noch Geld in der Kaffeekasse für einen neuen Fernseher? Was soll ich denn hier machen, wenn ich Nachtschicht habe und der Fernseher geht nicht? War natürlich klar, dass sie das erstmal darauf schieben, dass das ein Wackelkontakt ist oder so. Aber zum Glück fällt mir noch was anderes ein. Die haben ja hier das schöne, schicke Feuerwehrauto. Und wenn das auf einmal ohne Fahrer losfährt, ich glaube, dann würde ich mir ganz schön ins Hemd machen. Also, starten wir das Ganze mal. Erstmal, hallo? Das Feuerwehrauto, das bewegt sich. Da sitzt doch gar niemand drin. Sina, hast du vielleicht die Handbremse nicht angezogen? Natürlich habe ich die Handbremse angezogen. Ich ziehe die Handbremse immer an. Das Auto fährt einfach ohne... Ich fass es nicht. Ich weiß auch nicht, was hier gerade abgeht. Ich glaube, Schicht ist für uns heute beendet. Ja. Ich glaube, das war's. Das war's heute. Weg hier! Also, ich glaube, das war von allen Streichen bisher der allerbeste. Aber ich würde mir auch ganz schön in die Hose machen, wenn ihr auf einmal ein Auto ohne Fahrer losfährt. So, und es wird Zeit für das große Finale, für meinen letzten Streich, wie ich die Menschheit in Brookhaven ein bisschen in das Licht führen kann. Ich bin jetzt hier gerade in der Siedlung, wo die ganzen Menschen wohnen. Und hier ist dieses schöne Haus, aber schön wird das gleich nicht, was ich dann vorhabe. Denn ich werde hier einfach mal ein bisschen Unsinn treiben. Vielleicht werde ich mal ein paar Leute hochheben oder so. Ich gehe hier einfach mal durch. Hallöchen! Okay, das sind ja Leute. Das ist wahrscheinlich ein Vater mit seinem Kind. Den werde ich jetzt aber mal zeigen, wer hier der Geist ist. Ich klaue jetzt hier erstmal den Apfel. Mal sehen, ob dir das auffällt, dass hier ein Apfel fehlt. Ich will mit dir Fangen spielen. Hi, kannst du mit mir Fangen spielen? Du bist ein Freund von meinem Vater, hallo. Hä? Sprichst du mit mir? Aber... Egal, du bist jetzt mein neuer Kumpel. Komm mit, ich zeig dich mal ganz kurz meinem Papa. Hi, Papa. Moment. Wieso, mein Kumpel. Hast du auch einen Namen? Wieso kannst du mich denn sehen? Was ist das denn? Sina, warum sprichst du hier gerade? Mit wem sprichst du hier gerade? Also, sprichst du mit mir, oder? Mein Kumpel! Du musst mir kurz deinen Namen sagen! Du musst mir echt deinen Namen sagen! Das würde alles vereinfachen! Ich verstehe jetzt hier gerade wirklich gar nichts mehr. Also, mit wem sprichst du denn hier gerade? Ah, Mist! Die kann mich ja sehen. Warum kann die mich denn sehen? Ich dachte eigentlich, als Geist kann man mich nie sehen. Das wurde mir aber anders gesagt. Also, ich finde, zu dir würde der Name Caspar richtig gut passen. Den solltest du dir auch unbedingt behalten, den Namen. Der ist wahnsinnig cool. Komm mit. Ich will dir mein Zimmer zeigen. Nein. Hey, so war das nicht abgemacht. Komm, ich wollte dich eigentlich erschrecken. Voll cool, okay, dass du jetzt hier bist. Ich muss mir was überlegen. Der Vater, der denkt scheinbar, seine Tochter redet gerade einfach mit irgendwem. Und... die Tochter lässt sich nicht erschrecken, aber vielleicht, wenn ich die Tochter hochhebe, weil der Vater kann mich ja nicht sehen. Und wenn ich die Tochter dann hochhebe, na, der wird sich aber wundern. Komm, ich zeig dir mein Zimmer, das wird Wahnsinn. Du, weißt du was? Hast du Lust, ein Spiel zu spielen? Da musst du einfach nur ganz kurz, Ein Spiel! Ja? Du musst einfach nur meine Anfrage annehmen, dann spielen wir ein Spiel. Okay, was spielen wir jetzt für ein krasses Spiel? Sina, warum schwebst du da in der Luft? Was ist das? Na, mein Kumpel Caspar trägt mich gerade voll cool. Und jetzt einmal durchs Haus so. Also, was war das denn? Caspar? Schon wieder weg. Perfekt. Also, das hat definitiv auch gut geklappt. Also, als seine Tochter da in der Luft hing, da hat der aber Augen gemacht. Und ich muss sagen, ich bin jetzt mit meinen 5 Streichen durch. Ich habe jetzt genau 5-mal hier Leute erschreckt in Brookhaven. Das heißt, eigentlich bin ich jetzt mit meiner Karriere als Geist am Ende angekommen. Okay, also ich habe jetzt 5 Leute in Brookhaven erschreckt. Das heißt, irgendwas muss doch jetzt passieren. Irgendwas muss jetzt passieren. Aber was soll denn eigentlich passieren? Also, kommt jetzt jemand... Es ist dunkel geworden. Es wird richtig dunkel. Uiuiui. Also, das heißt auf jeden Fall, dass hier sich hier irgendwas tut. Aber wo ist denn die Person, die der Geist war von am Anfang, die mir den Auftrag gegeben hat? Oh, da ist die. Ah. Hallöchen. Oh, junger Geist. Ich bin so stolz auf dich. Aha, also ich habe 5 Leute erschreckt.
Das hast du großartig gemacht. Dankeschön. Und, Und hattest du dabei Spaß? Ja, ich hatte eine Menge Spaß. Ich muss sagen, am Anfang war das ein bisschen komisch, als Geist hier unterwegs zu sein. Aber inzwischen finde ich das mega cool. Ich würde das ja am liebsten den ganzen Tag machen. Aber das heißt, mein Geisterleben ist jetzt zum Ende gekommen, oder? Das war's erstmal. Du hast es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Und tschüss.